Liebe Mitglieder, liebe Freunde, liebe Gäste, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem dritten Grundsatzkongress, zu unserem dritten Zukunftskongress der CSU-Grundsatzkommission in diesem Jahr. Es geht heute um ein Thema, was, von dem viele sagen, ohne dieses, nämlich ohne Wirtschaft, ist alles nichts, und das hat sicherlich seine Berechtigung. Und deswegen freue ich mich, dass heute auch so viele von Ihnen gekommen sind. Manche haben signalisiert, sie sind noch am Weg, weil doch etwas mehr Verkehr ist. Verkehr und Verkehrspolitik und Verkehrsinfrastruktur gehört ja im letzten Endes auch zu diesem Thema heute dazu. Das heißt, wir werden uns dann nachher noch verstärken. Ich darf ganz herzlich begrüßen diejenigen, die uns zum Teil bei jedem Kongress begleiten, diejenigen, die hier die CSU an allen ihren Gliedern repräsentieren. Stellvertretend für die Mandatsträger der verschiedenen Ebenen, die für die Ebenen des Bundestages, die örtliche Lokalmatadorin Daniela Ludwig. Sehr schön, dass wir heute in deinem Gäu hier sein dürfen. Für die Riege der Landtagsabgeordneten, auch da heute eine ganze Reihe da, darf ich stellvertretend ebenfalls, wenn man so will, den Lokalmatador begrüßen. Lieber Otto Lederer, ebenfalls herzliches Willkommen und schön, dass du auch da bist. Auch die kommunale Ebene und die anderen sind vertreten, aber meine Damen und Herren, es ist am Ende vielleicht gar nicht so entscheidend, dass alle Mandatsträger hier versammelt sind. Wichtiger ist eigentlich, dass der kollektive Sachverstand unserer Partei versammelt ist. Das sind nämlich alle Mitglieder. Und dass Sie heute da sind, da darf ich Ihnen ganz besonders herzlich danken. Wir wollen den Prozess aber auch hineintragen in die Partei, in die Arbeitskreise, in die Arbeitsgemeinschaften. Und auch von dort, die ja nicht zwingend CSU-Mitglieder sein müssen, sind heute einige vertreten. Ich darf stellvertretend begrüßen für die Mittelstandsunion, ja, unser wirtschaftspolitisches Schlachtschiff innerhalb der CSU, den stellvertretenden Landesvorsitzenden Thomas Schmatz, und für die Frauenunion die Münchner Stadträtin und Mitglied im Landesvorstand Ulrike Grimm. Ebenfalls ein herzliches Willkommen. Wir sind heute hier versammelt, weil wir uns im Grundsatzprozess der CSU befinden. Das heißt, am Ende wird ein neues Grundsatzprogramm stehen, und man kann fragen, warum man heute nach 7, 8 Jahren, so alt ist nämlich das letzte, warum man da schon wieder ein neues Grundsatzprogramm braucht. Und die Antwort ist eigentlich eine relativ einfache. Wir leben in einer Welt von größtmöglicher Veränderung. Und ich behaupte, das letzte Grundsatzprogramm, wenn es im Jahre 2007 und davor entstanden ist, entspringt noch einer anderen Denke. Nämlich einer Denke, wo die Welt eine sehr stabile war, wo sie geordnet war, wo außenpolitisch vieles sortiert war, man nahm jedenfalls an, es sei sortiert, wo wirtschaftlich sich ein Gefühl der Stärke in Europa breit gemacht hat. Die Europäische Union hat darüber nachgedacht, wie man zum weltweit wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum in relativ kurzer Zeit werden kann. Hieß damals Lissabon-Strategie. Die neuen Technologien haben uns zwar schon beschäftigt, aber Sie werden mir zustimmen, alles noch nicht in dem Ausmaß, wie das heute der Fall ist. Und deswegen haben wir uns als Partei auf den Weg gemacht, zu sagen, wir wollen hier unseren Kompass etwas neu justieren. Wir wollen hinschauen, wo sich die Welt verändert, und wir wollen dann dort nicht nur neue Fragen stellen, sondern wir wollen dann auch die richtigen Antworten geben und, wenn Sie so wollen, die gedanklichen Leitplanken der Partei in die Zukunft verlängern. Deswegen gibt es diesen Grundsatzprozess, deswegen gibt es diese Kongresse, jeweils als Startpunkt für eine Diskussion in der Partei in den nächsten Monaten. Wir hatten schon diskutiert Gesellschaft, wir hatten auch schon diskutiert Außen- und Sicherheitspolitik und eben heute das Thema Wirtschaft. Es wird folgen, da werde ich am Ende dann noch etwas sagen, es wird noch folgen das Thema Politik und Staat, die Frage, wie unser Gemeinwesen in Zukunft sich verändert. Heute das Thema Wirtschaft, und Sie werden es gemerkt haben, wir haben durchaus einen knackigen Titel gewählt, wo der eine oder andere meint, warum verschreckt ihr die Leute so? Die Kraft der kreativen Zerstörung klingt martialisch, nimmt Anleihe bei Josef Schumpeter, sagt vielleicht dem einen was, der hat vor 100 Jahren da ein Werk geschrieben über die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Aber ich glaube oder wir glauben, der Grundgedanke, der dahinter steckt, dass eben nicht die Zeit ist, um sich auszuruhen, um sich gemütlich zurückzulehnen und sagen, es läuft doch alles bestens und jetzt lassen wir es einfach so laufen. Dass nicht die Zeit ist für diese Grundhaltung,
sondern dass wir geradezu vor einem Zeitalter von neuer Veränderung stehen und uns deswegen jetzt zukunftsfest anziehen müssen. Dieser Grundgedanke, den halte ich für richtig und deswegen darf es durchaus auch etwas alarmierend klingen. Was sind das für große Veränderungen? Dazu haben wir heute eine ganze Reihe von Gästen eingeladen, die uns mit auf die Reise nehmen werden, wie sich diese Welt des Wirtschaftens verändert. Ich würde mal damit anfangen, dass wir zunächst mal die Frage stellen müssen, wo sind wir denn stark? Was macht denn den Freistaat, was macht denn Deutschland, was macht uns denn generell stark? Denn anders als andere Wirtschaftsstandorte, die vielleicht keine so gute jüngere Historie haben, die sich vielleicht mit der Frage beschäftigen, dann machen wir halt gleich alles neu, sind wir ja glücklicherweise in einer Situation, wo wir aus der Stärke heraus uns weiterentwickeln können. Deswegen wird es zuerst mal darum gehen, dass wir uns unserer traditionellen Stärken versichern. Und da freue ich mich, dass wir heute einen Vertreter haben, der für eine Industrie steht, die zweifelsohne für eine Erfolgsgeschichte steht, auch für eine Erfolgsgeschichte, die in weiten Teilen bayerisch buchstabiert wird und auch für eine Erfolgsgeschichte, die ja, den Ur- und Übervater der CSU als gedanklichen Urheber trägt. Ich begrüße ganz herzlich Tom Enders, den Vorstandsvorsitzenden, den CEO der Airbus Group, der uns heute möglicherweise einige Hinweise geben wird, warum es so wichtig ist, sich dieser traditionellen Stärken zu versichern, aber sie auch in die Zukunft zu bringen. Lieber Tom Enders, herzlichen Dank fürs Kommen. Wenn ich sage, die Welt verändert sich und vielleicht so schnell wie noch nie, dann müssen wir uns mit diesen Veränderungen beschäftigen. Welche Veränderungen sind das? Es reißen ja hier ganz neue Worte in unseren Sprachgebrauch ein. Man spricht von Diskontinuitäten, soll wohl signalisieren, es geht nicht einfach weiter so. Man spricht von disruptiven Entwicklungen. Das klingt schon irgendwo danach, dass hier manches auch vielleicht abreißt, dass quasi der Faden von der Spule rutscht, dass man manches ganz neu denken muss. Und ich will nicht verhehlen, dass uns im Bayerischen Landtag Martin Huber und andere Kollegen auch aus der jungen Gruppe, die heute hier sind, das uns intensiv beschäftigt, wie wir uns mit diesen Mega-Entwicklungen, mit diesen Megatreibern auseinandersetzen. Allen voran die Digitalisierung, die vielleicht die größte Sprengkraft einer Technologie hat, die wir überhaupt gesehen haben. Warum diese Sprengkraft so groß ist, und ich bin mir sicher, es hat damit zu tun, dass wir hier nicht mehr nur lineare Entwicklungen wie früher sehen, sondern dass hier wirklich buchstäblich die Entwicklung abhebt, dass wir in 15 Jahren eine Vertausendfachung der Leistungsfähigkeit von den Dingen haben, die wir heute so mit uns als Smartphone in der Hosentasche rumtragen, oder, und das ist ja die andere Seite der Wahrheit, dass wir den Preis um das Tausendfache reduzieren können. Mit der Folge, dass sich natürlich ein Universum von neuen Möglichkeiten eröffnet. Und dieses Universum von neuen Möglichkeiten, das klingt nach großer Chance, aber das hat natürlich auch Entwicklungen in sich, die dazu führen, dass jemand, der sich nicht damit auseinandersetzt, möglicherweise von der Straße gedrängt wird. Welche Entwicklungen das sein werden, wie wir uns da zukunftsfest anziehen können, darüber wollen wir heute mit demjenigen reden, der das aus wissenschaftlicher Seite intensiv beleuchtet. Ich freue mich, dass Professor Dietmar Hahoff heute bei uns ist. Man könnte ihn als Wirtschaftsweisen bezeichnen. Er ist Direktor Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. Lieber Herr Professor Hahoff, vielen Dank fürs Kommen. Wenn wir über die Zukunft der Marktwirtschaft, wenn wir über die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft reden, dann ist vielleicht nicht klar, dass diese Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft automatisch in der Zukunft gelten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir heute viele Entwicklungen sehen, die mit der Uridee der sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie in Deutschland geprägt haben, nicht so viel zu tun haben. Und wenn wir uns mal die Entwicklungen anschauen, was mit diesen großen digitalen Ökosystemen, welche unheimliche Kraft dahinter steht, welche Ansammlung von Kapital hier zu verzeichnen ist, welche Ansammlung von Nutzern, gigantische Nutzerzahlen hat noch kein traditionelles Unternehmen erreicht. Und wenn man sich dann noch vorstellt, wie viele Daten diese Unternehmen schon über die ganze Welt und über jeden von uns gesammelt haben, dann kriegt man eine Idee davon, dass Monopolisierung in dieser neuen Welt offensichtlich ein bisschen mit zum Geschäftsmodell gehört. Aber das ist nur eine Facette. Es wird viele andere Fragen geben. Wir werden über die Zukunft der Arbeit reden. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute auch einen Vertreter haben, den man jetzt nicht von vornherein bei einer CSU-Veranstaltung erwartet,
Bin mir, glaube auch eher, dass er nicht Mitglied bei uns ist. Freue mich aber dennoch, dass er gekommen ist. Nämlich Jürgen Wechsler als, wenn man so will, oberster bayerischer Metaller, den ich schon bei Diskussionen erlebt habe, wo man feststellt, dass wir gedanklich überhaupt nicht auseinanderliegen, wenn es um die Frage geht, wie schaut die Zukunft der Arbeit aus und wie können wir sicherstellen, dass diese Zukunft eine gute ist. Lieber Herr Wechsler, deswegen freue ich mich, dass Sie heute gekommen sind. Ja, meine Damen und Herren, und wenn wir über Veränderungen reden und die Kraft der kreativen Zerstörung, dann brauchen wir natürlich einen optimistischen Ausblick. Und der optimistische Ausblick heißt, dass hier viel Neues entstehen kann. Und für alles, was irgendwo wegfällt, ein Geschäftsmodell, was nicht mehr funktioniert, eine Technologie, die einfach durch etwas anderes ersetzt wird, da wird etwas Neues hinzutreten. Dass da viel hinzutreten kann, dass da Wertvolles, nämlich Wertschöpferisches hinzutreten kann, dass wir alles tun müssen politisch, dass da viel hinzuwachsen kann. Dafür haben wir heute eine Dame bei uns, die für dieses neue Wirtschaften steht, die dafür steht, dass man einfache Idee haben kann und die auch relativ schnell heute auf die Straße bringen kann oder, um im Bild zu bleiben, eigentlich eher ins Internet. Ich freue mich sehr herzlich, liebe Frau Pfundmeier, dass Sie als Geschäftsführerin einer dieser Startups, und Startup klingt fast als Verniedlichung dessen, was Sie da geschaffen haben, dass Sie heute hier als Vertreterin dieser neuen Gründergeneration hier sind. Und man darf auch sagen, dass Sie Trägerin des letztjährigen Deutschen Gründerpreises waren oder sind. Das heißt, das ist jetzt schon nicht vom Pappe, was Sie da gedacht haben, wie manches Berliner Geschäftsmodell. Das ist gute Qualität, made in Bavaria, made in Augsburg. Genauer gesagt, liebe Frau Pfundmeier, schön, dass Sie heute mit uns diskutieren. Meine Damen und Herren, am Ende, und damit darf ich auch dann gleich überleiten, am Ende wollen wir heute tatsächlich nichts weniger versuchen, als zu überlegen, wie schauen die neuen Spielregeln aus für die Marktwirtschaft in der Zukunft. Und genauso wie die soziale Marktwirtschaft eine Antwort auf die Industrialisierung war, genauso wie die ökologische Marktwirtschaft eine Antwort darauf war, dass der Ressourcenabbau nicht ins Unendliche gehen kann, ganz im Gegenteil. Brauchen wir jetzt eine Antwort, wie wir für diese neue Zeit des Wirtschaftens die Prinzipien der ökosozialen Marktwirtschaft noch weiter ergänzen und auch sicherstellen können, dass sie dann in Zukunft tatsächlich gelten. Insgesamt, und das ist mir ganz wichtig, möchte ich auch dokumentieren, auch mit dieser Veranstaltung, dass wir als CSU die konservative Kraft sind. Die konservative Kraft sind, die sich damit beschäftigt, wie man tatsächlich Fortschritt verantwortungsvoll organisieren kann. Und im 100. Jahre von Franz Josef Strauß, was wir dieses Jahr begehen, darf man auch immer wieder diesen alten und immer richtigen Spruch von ihm bringen. Konservativ sein heißt an der Spitze des Fortschritts marschieren. Und das heißt nicht blind neuen Entwicklungen hinterherlaufen, das heißt aber rechtzeitig und langfristig sich damit auseinandersetzen, was uns in Zukunft beschäftigen wird und das, was uns nutzt, möglich zu machen. Und das, was wir nicht wollen können, was sich nicht mit unseren Grundwerten verträgt, zu versuchen, in geordnete Bahnen zu lenken. In diesem Sinne freue ich mich darauf, dass auch Sie dann heute im Laufe der Diskussion Ihre Impulse geben und gemeinsam mit uns nach vorne denken wollen, weiterdenken wollen und am Ende in diesem Sinne Zukunft gestalten wollen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für Ihre Teilnahme und darf nun überleiten zu unserem ersten Impulsgeber. Es ist Dr. Thomas Enders, ich hatte ihn schon begrüßt. Er ist seit Juni 2012 CEO der Airbus Group, studierte Wirtschaftswissenschaften, sammelt Erfahrungen in der Bundeswehr, in der Politik, schadet alles nichts, wenn man dann einen solchen Konzern steuert, war in den letzten Jahren intensiv damit beschäftigt, einen solchen im Grunde europäischen Konzern auch ein Stück weit aus dem kleinen Karo von politischen Überlegungen herauszulösen und zu überlegen, wie man sich voll im internationalen Wettbewerb dann auch mit den notwendigen Freiheitsgraden bewegen kann. Und passend zum Thema, lieber Herr Enders, hatten Sie auf einer Luftfahrtkonferenz in Dallas Mitte Juli, also jetzt gerade, gefordert, dass die Industrie, nämlich Ihre Industrie, mehr auf neue Technologien setzen müsse, die disruptiv oder revolutionär seien. Wir freuen uns auf Ihre revolutionären Gedanken. Ich darf Sie hier nach oben bitten. Vielen Dank.